8000 Soldaten bewachen einen Toten. Aus Erde wurden sie für die Ewigkeit gebrannt. Die Pharaonen bauten Pyramiden. Lenin und Mao liegen einbalsamiert in ihren Mausoleen. Aber nur einer hat sich so auf das Leben nach dem Tod vorbereitet wie der erste Kaiser von China, Qin Shi Huangdi. Und die größten Geheimnisse seines Grabs sind noch gar nicht gelüftet. Darum sind Selbstschussanlagen, die den Kaiser schützen sollen. Noch heute versetzen sie Menschen in Angst. Chinas Terrakotta-Krieger. Die Armee des toten Kaisers. Eines der wichtigsten Museen der Erde liegt unweit von Chinas alter Kaiserhauptstadt Jian, dem Ausgangspunkt der Seidenstraße. Wir starten hier, da geht es entlang. Die Englischlehrerin Han Donghong fand Chinas alte Geschichte viel spannender als die Schule und wurde Museumsführerin. Hier ist Grube Nummer 1. Jetzt bringt sie Ausländern Geschichte bei. Sie ist stolz darauf. Denn China war die Supermacht der Antike. Hier sehen Sie die Soldaten in drei Reihen aufgestellt. Da vorne steht die Avantgarde, die Artillerie mit Pfeil und Bogen, um als Erste die Feinde zu stoppen. Im Süden und Norden bilden die Soldaten auf jeder Seite eine Linie, um feindliche Angriffe von allen Seiten abzuwehren. Am Ende folgt noch eine Nachhut, um Angriffe von hinten zu verhindern. Aber die Kämpfer der Nachhut liegen noch unter der Erde, müssen von den Experten erst ausgegraben werden. Wie die Pyramiden und die chinesische Mauer zählt man die Terrakotta-Krieger heute zu den Weltwundern. Aber nirgendwo sonst sieht man Menschen von damals so wie hier. Das ist ein Weltwunder, einmalig in der Geschichte. Nie zuvor oder danach hat es so etwas gegeben. Die Skulpturen sind reich an Details. Sehen Sie, hier haben wir schon tausende Krieger restauriert. Jedes Gesicht ist anders als das andere. Man kann ihre Nationalität und ihr Alter erkennen. Jeder hat einen anderen Gesichtsausdruck. Sie stehen in Reihe und Glied. Aber keine der Figuren aus gebranntem Ton gleicht der anderen. Wahrscheinlich wurden sie nach dem Vorbild von lebenden Menschen geschaffen. Auch westliche Beobachter äußern: Zunächst eine Begeisterung über die künstlerische und technologische Leistung der Menschen damals. Es ist unglaublich, wenn man die Originale von nahe sieht, was sie geleistet haben. Auch mit welcher Kunstfertigkeit diese Teile gemacht worden sind. Andererseits sage ich mir auch, es muss damals eine Atmosphäre existiert haben, in der auch Kunstfertigkeit geblüht hat. Es war irgendwie etwas ganz Besonderes. Um die Kunst von damals nicht zu gefährden, wurden in einem Nebenraum neu gefertigte Tonkrieger aufgestellt. Nur so lässt sich die Fotografierlust der Chinesen von heute befriedigen. Wegen ihrer schönen Gestalt werden diese Skulpturen manchmal mit der Venus verglichen. Doch genau genommen sind sie anders, denn der Zweck ist ein anderer. Die Skulpturen hier wurden nur gebaut, um das Mausoleum des Kaisers zu schützen, den Untergrundpalast des Kaisers. Für Historiker und Archäologen sind die Gruben mit den Terrakotta-Kriegern das Paradies auf Erden. Denn sie verschaffen einen Eindruck über das Leben vor mehr als 2000 Jahren. Es ist ein Segen, dass sie erst viel später ausgegraben wurden als etwa das antike Pompeji im heutigen Italien. So können sie weit besser erhalten werden, als das früher möglich war. Die Soldaten und ihre Waffen lassen Rückschlüsse zu auf das damalige Niveau von Kultur und Technik.
China muss eines der fortgeschrittensten Länder jener Zeit gewesen sein. An den Waffen können wir sehen, wie hochentwickelt damals die Technik war. Und auch an den Skulpturen und dem gebrannten Ton der Krieger sieht man die hohe Handwerkskunst. Das sind gewaltige Leistungen. Touristen aus aller Welt und aus ganz China strömen heute zu den Terrakotta-Kriegern. Sie lösen Gänsehaut aus, lassen erschaudern. Uniformierte Angehörige von chinesischen Reisegruppen ebenso wie Buddhisten und weltgereiste Westler. Es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt. Wie gut die erhalten sind, so etwas habe ich noch nie gesehen. Wir waren in Italien, in Rom, aber dies hier übertrifft das bei weitem. Chinas frühere Zivilisation ist überwältigend. Das kann man gar nicht in Worte fassen. So ist es doch, oder? Wunderschön. Ein historischer Ort von größter Wichtigkeit, den muss man unbedingt gesehen haben. Das ist für uns wie eine Mitteilung aus der chinesischen Geschichte. Es zeigt, mit welchen Methoden die damals gearbeitet haben, wie weise sie waren. Hier ist uns etwas sehr Kostbares hinterlassen worden. So können wir begreifen, wie entwickelt unser Land damals war. Wirklich sehr kostbar. Für die Chinesen zeugt dieses Heer aus Ton von alter Größe, die sie jetzt wieder erlangen. Prominente aus aller Welt haben den Terrakotta-Kriegern ihre Aufwartung gemacht. Ein Präsident der USA und einer aus Deutschland. Revolutionäre ebenso wie führende Vertreter der westlich-demokratischen Welt. Das Verblüffende, noch vor 4 Jahrzehnten wusste kein Mensch etwas von dieser Untergrundarmee. Es gab keinerlei Aufzeichnungen über sie, keinen schriftlichen Hinweis. Alles wurde erst jetzt entdeckt. Niemand wusste, was sich hier befindet, bis 1974 örtliche Bauern nach Wasser gegraben haben. In dieser Ecke dort haben sie den ersten Krieger gefunden. Yang Xinman signiert Bücher, obwohl er außer seinem Namen nicht viel mehr schreiben kann. Denn er ist einer der Bauern, die damals wegen der Trockenheit nach Wasser suchten und stattdessen eine Weltsensation fanden. So wurde der Bauer in China zum Helden. Die Parade des Terrakotta-Heers nimmt er von der VIP-Tribüne ab. Hier, genau an dieser Stelle ist es gewesen. Wir stießen auf etwas Hartes. Zuerst dachte ich, es sei ein Krug. Dann stellte sich heraus, dass es ein Kopf aus Ton war. China und die Menschheit haben diesem Bauern viel zu verdanken. Statt den Fund zu verscherbeln, meldete er ihn den Behörden. Die Regierung schickte Archäologen, die sich den Ort genauer ansehen sollten. Sie gruben weiter und stießen auf Schätze ohnegleichen. Wie in einem Puzzle setzen sie die gefundenen Teile zusammen. Und ebenfalls wie in einem Puzzle ergab sich schließlich folgendes Bild. Hier liegt eine bis auf die Zähne bewaffnete Armee aus Terrakotta vergraben. Sie ist mehr als 2200 Jahre alt. Damals, das war bekannt, kämpften in Ostasien 7 Staaten um die Vorherrschaft. Ein Mann schmiedete sie in jener Zeit zu einem riesigen Reich zusammen. Später wurde es im Westen China genannt. Abgeleitet vom Namen seiner Dynastie, Qin. Der erste Herrscher nannte sich Qin Shi Huangdi, wörtlich übersetzt erster erhabener Gottkaiser von Qin. Er lebte, auch das wusste man, in dieser Gegend.
Sein Vater, der alte König, starb früh. So wurde er schon mit 13 der König von Qin. Nach der chinesischen Tradition begann ein Mann, wenn er König wurde, sein Leben nach dem Tod vorzubereiten. An der Nordwestuniversität von Jian stellten Historiker wie Zhu Weimin fest, die Figuren mussten zum Grab des ersten Kaisers gehören. Da Qin Shi Huangdi bereits mit 13 König wurde, hatte man fast 4 Jahrzehnte Zeit, ein Mausoleum zu bauen. Warum wurde es immer gewaltiger? Weil das Reich immer größer wurde. Auch hängt das mit dem Charakter des ersten Kaisers zusammen. Und keiner weiß, was noch alles kommen wird. Unter den Augen der Touristen graben die Archäologen weiter aus. Immer wieder stoßen sie auf neue Krieger, Pferdewagen und Waffen, beziehungsweise auf Bruchstücke davon, die dann in mühsamer Arbeit wieder zusammengesetzt werden. Das erfordert nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch historische Präzision. Dort drüben ist das Restaurationsgelände. Wenn wir Stücke finden, dann fügen wir sie dort zusammen. Die Armee des toten Kaisers wächst weiter. Derzeit geht man von 8000 Soldaten aus, doch täglich werden es mehr. Und dank neuer Konservierungstechniken werden sie immer schöner. Wir arbeiten weiter an den Details. Sie sehen, diese Krieger sind mit Plastik eingewickelt. Unter dem Plastik sind Bemalungen. Wenn sie geborgen werden, sind die Tonfiguren noch bunt bemalt. Doch in den 70er Jahren hatten wir keine Technik, sie zu erhalten. Aber jetzt schaffen wir es, in Zusammenarbeit mit den Deutschen. Mit den Deutschen ist die Fakultät für Chemie und Pharmazie der Ludwig-Maximilians-Universität in München gemeint. Dort tüfteln Chemiker an Verfahren, um die Tonkrieger so zu erhalten, wie sie vor über 2000 Jahren aussahen. Federführend ist der Chemieprofessor Heinz Langhals, der sich seit Jahren mit der Bemalung der Terrakotta-Krieger beschäftigt. Die Bemalung geht nach der Ausgrabung verloren, wenn man nicht sehr behutsam vorgeht, weil beim Austrocknen innerhalb von 5 Minuten sich die Bemalung zusammenrollt und abfällt. Nur bei wenigen der heute ausgestellten Terrakotta-Funde ist zu erkennen, dass sie ursprünglich nicht hellgrau aussahen, sondern lebensecht bunt bemalt waren. Mit etablierten Methoden kann der Originalzustand nicht erhalten werden. Das Klima in Zentralchina erschwert die Konservierung. Zunächst ist die hohe Luftfeuchtigkeit bei hoher Temperatur zu nennen, besonders der chinesische Sommer, der Schwierigkeiten macht. Ein weiteres Problem ist der hohe Löschgehalt der Luft. Aus den nahe umgebenden Wüstengebieten werden Löschpartikel über die Luft geweht und diese setzen sich auf alles drauf, sodass man besondere Restaurierungsverfahren braucht, um diese zu erhalten. Im Prinzip gehören Verfahren, die Flüssigkeiten verfestigen, für Chemiker zum Alltag. Manches kennt sogar der Normalbürger aus dem Haushalt. Dadurch, dass ich es einfach erwärme, wird es einfach fester. Also im Prinzip wie Eier kochen. Und so kann in München ein Experiment vorgeführt werden mit Bezug zum fernen China. Bei den Tonkriegern war ja das Problem, dass der Lack und damit auch die Pigmente eben abgebröckelt sind und durch die Polymerisation oder durch diesen Vorgang man es einfach dann schaffen konnte, diesen Lack und eben das Pigment eben an die Figuren zu binden und das dann auch über einen sehr großen Zeitraum. So einfach und so schnell wie hier sind die Tonsoldaten aber nicht zu erhalten. So, wie man sehen kann, ist das schon recht fest geworden. Also es ist wesentlich viskoser wie zuvor und wenn man jetzt immer weiter hitzen würde, dann wäre es dann irgendwann richtig fest. Sehr viel komplizierter ist es, wenn es um den Erhalt von Farben auf uralten Tonkriegern geht.
In vielen Jahren Forschungsarbeit hat Professor Langhals deshalb dieses Gerät entwickelt, das die Terrakotta-Krieger mit Elektronen bestrahlt. Wir haben die Elektronenstrahlhärtung entwickelt, mit dem das Bindemittel im Inneren erzeugt wurde. Und die Resultate sind, dass man bei normaler Luftfeuchtigkeit jetzt die Terrakotta-Teile lagern kann. Und sie sind jahrelang beständig. So leistet die moderne Chemie einen Beitrag, um Jahrtausende alte Kulturschätze der Menschheit zu erhalten. Das sind Originale von den Terrakotta-Kriegern. Und ich kann Ihnen hier den Inhalt einmal kurz zeigen. Wir haben hier Original-Lackschollen von den Terrakotta-Kriegern. Diese sind archäologisch nicht zuzuordnen, aber als Material ausgesprochen wertvoll. Genauso hier ist ein Terrakotta-Fragment, das ist nicht von Kriegern, sondern ein paar hundert Jahre alt, von Abbruchteilen, die aber nach dem gleichen Verfahren hergestellt worden sind. Hier ist moderne Terrakotta, mit der wir zuerst üben. Wenn hier die Verfahren unter Verwendung der Lackschollen funktionieren, dann verwenden wir sie auf solchen Materialien und schließlich irgendwann bei den Original-Terrakotta-Kriegern. Zuerst wird also mit ähnlichem Material experimentiert. Erst wenn ein Verfahren erfolgreich entwickelt ist, wird es auf die Original-Terrakotta-Soldaten angewandt. Die Zukunft ist die, mit der Strahlungsdosis immer weiter runterzukommen, dass man zu transportablen Geräten kommt, um dann innerhalb der Ausgrabungsstätte sofort bestrahlen zu können und nicht diese komplizierten Prozesse zu haben und auch mit einer minimalen Strahlungsdosis auskommen. Uralte Chinesen sollen ihr Gesicht nicht verlieren. Deutsche Chemiker helfen dabei. Zunächst allerdings stießen sie auf Misstrauen, wie Professor Langhals berichtet, der immer wieder in China ist. Ja, es kommt jemand aus Europa und beschäftigt sich mit den Tonkriegern dort, die den Chinesen gehören. Und sie haben aber sehr schnell erkannt, dass wir nützliche Dinge machen damit und alles in unseren Kräften, um dieses zu erhalten. Der entscheidende Beitrag zum Erhalt der Krieger wird bei Jian geleistet, wo die Armee des Toten Kaisers zu Hause ist. Mittlerweile werden hier sogar zusätzlich archäologische Funde verarbeitet, die woanders in China entdeckt wurden. So viel erfahrenes Personal ist da. Doch die Fürsorge der Mitarbeiterinnen gilt vor allem den toten Kriegern. Wie in der Chirurgie nach einem Unfall werden sie zusammengesetzt. Dabei muss immer wieder nachgemessen werden, ob das im Original alles so gewesen sein kann. Die wissenschaftliche Konservierung kann man so verstehen. Wir sind die Ärzte, wir operieren die Krieger. Und wie bei Menschen kommt es auch bei den Kriegern auf eine Umgebung an, die für ihre Körper gut ist. Sie brauchen gesunde Luft. Gesund heißt aus Sicht der toten Soldaten vor allem, es muss dunkel sein. Als die erste Ausstellungshalle öffnete, wusste man das noch nicht. Grube 1 ist sehr hell. Dort leuchtet natürliches Licht. Gruben 2 und 3 sind dunkel. Die Konstruktion ist anders. Sie dient dazu, die Krieger zu bewahren. Wenn das Sonnenlicht auf die Krieger scheint, schädigt es sie. In diesen neuen Hallen sieht man die Entwicklung der Konservierungstechnik. Und nicht nur die Konservierungstechnik hat sich verbessert. Selbst die Fußböden zeugen von Chinas schnellem Fortschritt. Diese Ausstellungshalle wurde in den 1970er Jahren gebaut. Schauen Sie auf den Boden. Zement. Schauen Sie auf diesen Boden. Steinmosaik. Das war sehr populär in den 80er Jahren. Marmor. Das sind die 90er Jahre. Die Museumsführerin zeigt jedes Detail. Egal ob Pferde oder Soldaten mit ihrer Ausrüstung und Kleidung, alles spiegelt die Wirklichkeit von vor über 2000 Jahren wider.
Hier haben wir einen typischen Krieger aus Grube Nummer 2. Schauen Sie auf seine Rüstung. Mit solch einer Rüstung kann man sich leicht bewegen. Sie passt sich dem Körper an. Wir können erkennen, dass sie dem wirklichen Leben nachempfunden ist. Aus künstlerischer Sicht ist das bedeutendste Charakteristikum der Krieger, es ist eine realistische Kunst. Sie sind alle aus dem echten Leben. In jener Zeit wurden die Schuhe aus Leinen hergestellt. Sie nutzten Stricke, um die Rüstung beweglicher zu machen. Man sieht, wie sorgfältig die Stiche hinten und vorne genäht wurden. Sehen Sie diesen Mann. Er ist sehr stark, sehr tough. Er trägt einen Helm mit zwei Zöpfen, um zu zeigen, dass er ein Offizier von hohem Rang ist. Er dürfte ein General sein. Die Rüstung vor seinem Bauch ist aus Metall. Sie besteht aus sehr kleinen Stücken. Hier können Sie sehen, das ist ein Behälter für Pfeile. Es gibt zwei Typen von Pfeilen, die scharfen und die stumpfen. Die scharfen wurden als Waffe im Krieg eingesetzt. Die stumpfen wurden im Training genutzt. Die Blitzlichter des modernen Chinas richten sich auf einen Wagen, der so aussieht wie der, in dem der Geist des ersten erhabenen Gottkaisers Fan Qin spazieren fahren soll. Moderne trifft auf Aberglauben. Dieser Triumphwagen ist ein Nachbau. Er hat dieselben Ausmaße wie ein ursprünglicher, den wir gefunden haben. Der Triumphwagen im Grab ist nur halb so groß wie einer im wirklichen Leben. Er war gedacht für den Geist des Kaisers, wenn er tot ist. Es ist alles aus Bronze. Sie sehen die Pferde, den Wagenkasten, alles Bronze. Neben Bronze wurde viel Gold und Silber verarbeitet. Sehen Sie das Halsband und die anderen kleinen Komponenten. Sie sind alle aus Silber und Gold hergestellt. Allein das Gold und Silber hier ist mehr als 14 Kilogramm schwer. Dem Metall nach zu urteilen, ist das ein wertvoller Triumphwagen. Zur Armee des Toten Kaisers gehören nicht nur die Terrakotta-Krieger, sondern aus einem historischen Grund auch die Terrakotta-Pferde. Die Pferde sind sehr eng mit der Qin-Dynastie verbunden. Ihrer Meinung nach bringen sie Glück. Schon die Vorfahren der Qin haben Pferde aufgezogen. Auch ohne Aberglauben kann man erkennen, dass der Geist des toten Kaisers über der Halle schwebt. Der Geist von dem, was er zu Lebzeiten geleistet hat. Vieles wirkt bis heute fort. Sehen Sie, das sind Überreste eines Rads. Der Kaiser hat wirklich eine wichtige Rolle in China gespielt. Er hat die Größe der Räder ebenso vereinheitlicht wie die Schriftzeichen, gemeinsame Münzen eingeführt sowie Gewichte, Längen und Hohlmaße. Unter der Führung des ersten Kaisers entstand ein Straßennetz, das ganz China durchzog und 6.800 Kilometer lang war. Vom hohen Entwicklungsstand der Technik zeugen auch die Waffen, mit denen die Soldaten des toten Kaisers ausgerüstet sind. Die meisten von ihnen sehen aus wie neu. Wir haben herausgefunden, die Oberfläche der Schwerter wurde mit Chrom in einer Dicke von 10 Millionstel Metern überzogen, um Korrosion zu verhindern. Das ist eine moderne Technik.
Im antiken China hatten sie bereits eine solche Technik. Das zeigt, wie hoch diese Dynastie entwickelt war. Das alte China war bis zur Tang-Dynastie vor 1400 Jahren das führende Land der Erde. Das technische Niveau war enorm hoch. Das war die ausgehende Bronzezeit. Und das technische Niveau ist dadurch zustande gekommen, dass durch die speziellen geografischen Gegebenheiten dort und die speziellen Machtstrukturen ein enormer Druck entstand, Technologien zu entwickeln. Und auf dieser Basis wurden enorme Leistungen erzielt. Und hier ist der Kaiser Qin Shun Di der Vorreiter Nummer eins, der sehr viele Erfindungen gemacht hat. Er hat auch das Examen erfunden als Berufsqualifikation für Führungskräfte. Dieses Augenmerk auf Bildung erinnert an Chinas größten Denker, Konfuzius, der rund 300 Jahre vor dem ersten Kaiser gelebt hat. Konfuzius wollte kostenlose Schulausbildung für alle und predigte hohe Moral. Der erste Kaiser hingegen setzte nicht auf Disziplin durch das gute Beispiel, sondern auf Disziplin durch brutale Strafen. Konfuzius' Schriften ließ er verbrennen und einige seiner Anhänger lebendig begraben. Trotzdem hat er wohl auch von dem Philosophen profitiert. Ich meine, der erste Kaiser hat den Konfuzianismus und den Taoismus nicht verdrängt. Sein Weg war ein anderer. Er hat sich von allen Lehren das herausgepickt, was ihm nützlich war. Ab 214 vor Christus ließ der erste Kaiser die chinesische Mauer ausbauen, um das Reich vor Nomadenstämmen aus dem Norden zu schützen. Bis heute ist sie das bei weitem größte Bauwerk der Erde. Weil kein natürlicher geografischer Schutz war, musste diese gewaltige chinesische Mauer gebaut werden. Und das hatten wir, die Probleme haben wir weder in Europa noch in Ägypten. In Ägypten ist der Nil, dann ist die Wüste und in Europa sind genügend natürliche Grenzen. Ein Fünftel der männlichen Bevölkerung wurde für den Mauerbau zwangsverpflichtet. Viele starben an Erschöpfung, ihre Leichen wurden als Baumaterial verarbeitet. Die riesigen Bauten des ersten Kaisers, wie etwa die chinesische Mauer, waren zum Teil notwendig. Aber man hätte sie nicht unter so großem Zeitdruck errichten dürfen. Das hat zu viele Opfer gefordert. Die verbotene Stadt in Peking geht auf eine andere Kaiserdynastie zurück, die Ming. Unter ihr begann Chinas Abstieg mit einer folgenschweren Fehlentscheidung. Im 15. Jahrhundert noch hatten chinesische Schiffe, weit größer als die des Kolumbus, geführt von dem Eunuchen Cheng He, die halbe Welt bereist. Doch dann ließ der Kaiser alle hochseefähigen Schiffe vernichten. In dieser Zeit konnte sich China schon nicht mehr mit dem Westen vergleichen. Aber der damalige Kaiser hat das nicht verstanden. Er fürchtete den Einfluss der westlichen Kultur auf China. Das Land isolierte sich und erstarrte, war deshalb dem Angriff der Kolonialmächte nicht gewachsen. Die ehemalige Großmacht und Kulturnation verkam zum Armenhaus. Das Kaiserreich brach zusammen. China zerfiel in Herrschaftsgebiete von Warlords, die einander bekriegten. Ganze Städte gerieten unter Kontrolle von ausländischen Mächten. Die Chinesen wurden im eigenen Land zu Menschen zweiter Klasse. Europäer und Amerikaner benahmen sich wie Herrenmenschen. Die Chinesen erhoben sich gegen ihre Unterdrückung. Zunächst spielte die nationalistische Kuomintang dabei die Hauptrolle. Doch sie war korrupt. Immer mehr Zulauf erhielten deshalb die Kommunistische Partei Chinas und ihre Volksbefreiungsarmee.
Vor allem arme Bauern schlossen sich ihnen an. Von den Dörfern aus umkreisten sie die Städte. Im Mai 1949 eroberten die Roten Shanghai, eine der letzten Bastionen des bisherigen Regimes. Die Fahne des alten, erniedrigten Chinas fiel. Dieselbe Stelle, Shanghai heute. Nach Jahren des Niedergangs wieder eine der führenden Metropolen der Erde. Am 1. Oktober 1949 rief Mao auf dem Platz des Himmlischen Friedens die Volksrepublik China aus. Das Gefühl von Millionen damals, China ist wieder auferstanden. Mao nutzte die Begeisterung. Er ließ einen Kult um seine Person treiben. Vorbild war ihm dabei Stalin in der Sowjetunion. Seine persönliche Macht ging ihm über alles. Der einstige Freiheitskämpfer führte China jetzt wie ein Kaiser. Mao hat den ersten Kaiser verehrt. Mao hat sich sehr für die Geschichte interessiert, hat viel Zeit auf ihr Studium verwandt, hat viele historische Analysen gelesen. Mao wollte eine schnelle Entwicklung. Und er meinte, dass China unter dem ersten Kaiser seine schnellste Entwicklung erlebt hat. Wie der erste erhabene Gottkaiser von Qin fühlte sich Mao jetzt als Gott. 1966 rief er auf dem Platz des Himmlischen Friedens die Kulturrevolution aus. Nichts blieb mehr an seinem Platz. Er stachelte Jugendliche auf, Lehrer und Vorgesetzte anzugreifen. Das ganze Riesenreich geriet in Rage. Mao sagte, Qin Shi Huangdi hat nur 460 konfuzianische Gelehrte lebendig begraben, wir 46.000. Kritiker Maos wurden mit sogenannten Schandhüten durch die Straßen gejagt und oft dabei ermordet. Am 9. September 1976 starb Mao. An seinem Leichnam nahmen seine engsten Mitkämpfer Abschied. Die sogenannte Viererbande um Maos Frau Jiang Qing. Einen Monat später wurden sie verhaftet. Ein Sondergericht verurteilte die Witwe zum Tod auf Bewährung. Später nahm sie sich selbst das Leben. Als zum Totenführer dann auch das Volk gelassen wurde, mischten sich echte Trauer mit gespielten Tränen. Viele wussten, Mao hatte Elend und Verfolgung gebracht. Auch da gibt es Gemeinsamkeiten mit dem ersten Kaiser. Der erste Kaiser hat viel zustande gebracht. Aber er hat einen großen Fehler begangen. Der Lebensstandard der einfachen Leute war ihm egal. Er hat sich nicht um die Entwicklung der Wirtschaft gekümmert. Helmut Schmidt und seine Frau Loki gehörten zu den ersten, die Deng Xiaoping trafen. Nach Mao der neue starke Mann. Sein Leitspruch? Es ist egal, ob eine Katze schwarz oder weiß ist, solange sie Mäuse fängt. Oder Hauptsache die Wirtschaft funktioniert. Wenn man Mao mit Deng Xiaoping vergleicht, all diese damaligen Führer haben die Geschichte gut gekannt. Aber Deng Xiaoping war weltoffener als Mao. Er hat Chinas Reform und Öffnung begonnen. Daran sieht man den großen Unterschied zum Zeitalter von Mao.
Die Veränderungen übertrafen alle Erwartungen. Erst wurde China die Werkbank der Welt, jetzt streben die Marken auf den chinesischen Markt. Wie hier Adidas in Shanghai. Bei den Anproben passen wir die Größen etwas an den asiatischen Körper an. Wir analysieren die asiatischen Körper sehr genau. Und natürlich auch die internationalen Körper. Basierend darauf haben wir unsere eigenen asiatischen Schnitte. Viele junge Chinesen sind heute nationalistisch und globalisierungsfreundlich zugleich. Sie lernen von Ausländern und sehen dies als Chance zur eigenen Entwicklung. Der Mittelstand wächst. Immer mehr Chinesen erfreuen sich eines kleinen Wohlstands, besonders in den großen Metropolen. Auch in Jian, der Stadt des ersten Kaisers, ist das zu spüren. 4 Millionen Menschen leben hier heute. Es ist, als wiederhole sich die Geschichte. Erneut wächst China zur Supermacht. Weiterhin wird mit straffer Hand regiert. Aber die Chinesen leben heute leichter und freier als zu Kaisers oder Maos Zeiten. Am ärmsten ist die Landbevölkerung, doch selbst ihr Leben verbessert sich allmählich. Auch dem Bauern Yang Xinman, der die Terrakotta-Soldaten gefunden hat, geht es heute besser als früher. Sein Sohn ist Taxifahrer und unterstützt ihn. Hinzu kommen die Honorare für Signieren von Büchern. Tradition hat in China der Kang, das gemauerte Bett. Nach Beginn der Reform und Öffnung hat sich unser Leben stark verbessert. Früher, vor den Reformen, haben wir noch zur Miete gewohnt. Jetzt haben wir dieses eigene Haus. Stolz präsentiert man den neuen kleinen Wohlstand. Die Familie Yang hat eine historische Mission. Wie es heißt, hat der Kaiser 20 Familien in der Umgebung ausgesucht, die sein Grab bewachen sollen. Ich vermute, ich bin einer der Nachfahren von ihnen. 1,5 Kilometer vom Museum der Terrakotta-Krieger entfernt liegt ein künstlich aufgeschütteter Hügel. Ihn soll die Armee des toten Kaisers beschützen. Denn darunter liegt er selbst begraben. Qin Shi Huangdi, der erste erhabene Gottkaiser von Qin. Die Thronkrieger des Kaisers wurden ausgegraben. Aber an den Grabhügel, in dem sein Leichnam liegt, hat sich noch keiner gewagt. Tatsächlich ist das eigentliche Grab des Kaisers bis heute ein großes Geheimnis. Obwohl sich die Museumsführerin viel damit beschäftigt hat, merkt man ihr die Erregung an, wenn sie darüber spricht. Dies ist ein Bild des Hauptgrabmals des Kaisers. Hier unten ist der Kaiser beerdigt. Die Triumphwagen aus Bronze, die wir gesehen haben, wurden 20 Meter westlich davon gefunden. Hier sehr nah am Hauptgrabmal. Sie sind das Verkehrsmittel für den Geist des Kaisers. Auch westliche Beobachter bestätigen, hier ist noch weit mehr zu finden als die bisher bekannten Terrakotta-Soldaten. Laut historischen Quellen: Zunächst das Grabmal des Kaisers, plombiert. Darum sind Selbstschussanlagen, die den Kaiser schützen sollen. Natürlich kann man bezweifeln, dass es nach über 2000 Jahren noch funktionstüchtig ist. Und dann soll die gesamte Welt unterirdisch dargestellt worden sein, mit Seen aus Quecksilber und ähnlichen Dingen. Und man wird viele interessante Dinge finden, wenn man diese Bereiche öffnen wird. Wir haben Erde von der Spitze des Grabhügels untersucht und Erde aus 2 Metern Tiefe, die nicht von der Außenwelt verschmutzt sein kann. Bei dem Test fanden wir, dass der Quecksilbergehalt in der Erde das normale um mehr als das 70-fache übersteigt. Die Experten sagen also, da unten befindet sich Quecksilber. Das ist wahr. Und noch mehr.
Wir haben herausgefunden, dass da unten Untergrundstadtmauern stehen. Forscher haben Untersuchungen durchgeführt und so eine Vorstellung davon bekommen. Was noch weiter unten begraben ist, das wissen wir nicht. Wie der Untergrundpalast genau aussieht, niemand weiß es. Einst sollten die Soldaten des toten Kaisers den Palast im Untergrund schützen. Heute sind es technische Schwierigkeiten, die ihn vor einem Einfall der Nachwelt bewahren. Überhastete Ausgrabungen ohne ausreichende Vorbereitung könnten das zerstören, wonach man sucht. Die Schwierigkeiten sind hauptsächlich, die Materialien zu konservieren. Denn jegliche Öffnung wird eine Beschädigung sein. Man wird immer wieder Fortschritte machen und man kann nur hoffen, dass es noch Jahrzehnte braucht, bis man diesen Grabhügel öffnen wird. Obwohl ich natürlich neugierig bin, was dort zu finden sein wird. Es sind vor allem Seide, Papier und Dokumente, die leicht oxidieren, wenn man sie herausnimmt. Sie dort zu lassen ist sicherer. Wir wollen sie den Nachfahren überlassen. Es ist sehr schade, dass wir das noch nicht sehen können. Wir müssen davon ausgehen, dass die größten Schätze des ersten Kaisers gemeinsam mit ihm beerdigt sind. Aber bis das einmal geöffnet wird, dürfte noch viel Zeit vergehen. Es ist auch Angst, die Chinesen davon abhält, am Hügel zu graben. Ihr erster Kaiser war einst so mächtig. Wer weiß, ob er nicht weiter in der Unterwelt regiert. Wenn die Menschen sterben, stirbt nur der Körper. Der Geist lebt weiter, wechselt in eine andere Welt, in die Untergrundwelt. Der erste Kaiser war Kaiser während seines Lebens. Und wenn er stirbt, ist sein Geist weiterhin der Kaiser. Er kann alles tun. Im strahlend hellen Nachtleben fühlen sich Hochzeitspaare und andere Passanten sicherer als auf dunklen Grabhügeln. Tradition ja, aber nur wenn sie mit einem Hauch von Disneyland daherkommt. Nicht alles, was chinesisch aussieht, ist auch tatsächlich chinesisch. Das ist anders als zu Kaisers Zeiten. Wir sind Südkoreanerinnen. Warum seid ihr hierher gekommen? Wir studieren hier Chinesisch. Wie findet ihr das Terrakotta hier? Die sind interessant. Sei nicht so schüchtern, sag mehr. Die sind so schön wie in den Büchern beschrieben. Schwer zu sagen, was der erste Kaiser denkt, wenn er das aus seinem Grab beobachtet. Han-Chinesen, zu denen 90% der Einwohner Chinas gehören, tanzen zur Musik aus der Provinz Xinjiang, die mehrheitlich von muslimischen Uiguren bewohnt wird. Doch auch dem toten Kaiser und seiner Armee aus Terrakotta zollen sie Respekt. Großartig. Eines der 8 Weltwunder. Magisch, wunderbar. Ich habe sie besucht. Wir alle haben sie besucht, die Terrakotta-Krieger. Nebenan tanzt man zu chinesischen Schlagern. Und an der Stadtmauer tritt ein Profi von der Kunsthochschule auf. Nachdem ich zur Terrakotta-Armee gegangen bin, habe ich ein Gefühl bekommen für den ersten Kaiser, den erhabenen Gottkaiser von Qin, der uns Chinesen seit ewig geprägt hat.
Ich lade die Freunde aus der ganzen Welt ein, unsere Geschichte und unsere Kultur kennenzulernen. Die Terrakotta-Krieger sind eine Sehenswürdigkeit aus uralten Zeiten. Darum bin ich so froh, auf diesem Platz ausländische Freunde begrüßen zu können, die in unsere Stadt Jian gekommen sind. Im Namen der Bürger der Stadt möchte ich euch Freunde aus dem Ausland mit warmem Herzen willkommen heißen. Bleiben Sie lange bei uns. Mögen Sie hier Freude haben. Ich wünsche Ihnen Glück. Stolze Chinesen in der Stadt des ersten Kaisers. Damals waren sie das führende Volk der Erde. Jetzt beginnt sich die Geschichte zu wiederholen.